Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Teil Minecraft Infinity Evolved. Und mit dabei sind der Street Digger. Einen wunderschönen guten Hallo. Und der Zora Timer. Wunder guten Tag. Und der Dosh IP. Aloha. Ja, du musst natürlich wieder aus der Reihe tanzen, das war mir klar. Ja, keine Frage. Unser heutiger Plan wird auf jeden Fall sein, vielleicht jetzt die Folge und die nächste Folge und die übernächste Folge und danach auch ein paar Folgen, das End zu suchen. Denn wir wollen Drachenklatschen gehen. Ja. Yeah. Und ich werde ihn mit 7 Hühnereiern besiegen. Das will ich sehen, das will ich sehen. Dann kriegst du aber auch das Ei. Wenn du das hinbekommst, dann kriegst du auch das Ei. Das will ich aber auch sehen. Also das Drachenei meine ich, kein Hühnerei. Achso. Also die Tränke sind gleich fertig. Das ist gut, ja. Ich mach mich mal auf den Weg zu euch hier. Ja. Aber guck mal, ich habe hier noch 26 Eier, falls du noch ein bisschen Unterstützung brauchst. Oh ja, die nehme ich mir. So. Und ich versuche jetzt. Das ist immer, ich nehme mir die echt wahr. Ich will mal wissen, ob ich den damit Schaden machen kann. Ja, ganz gerne mal probieren. Ich glaube zwar nicht unbedingt, aber ja. Meine Frage, werden wir Eimer brauchen? Ich glaube Eimer? Ich glaube wohl nicht, oder? Ich habe einen Wassereimer dabei. Ah, ich glaube, einen werde ich mir auch nochmal mitnehmen, aber ich glaube, das war's dann auch. Hat denn jemand vielleicht mal irgendwie ein bisschen Rüstungsteile rumfliegen? Ja, komm, ich glaube, da geht noch was. Kann ich auch eine Stahlrüstung bauen. Ich habe mir nicht das Steel Chestplate, habe ich. Okay, gut, dann mache ich dir schon mal den Rest. Ja, okay. Klaus rüstet dann wieder aus. Bitte was? Thomas wieder den Rüstmeister. Ja, genau. Ich habe verstanden, ich raste aus. Hätte vielleicht auch gepasst. Ja, das auch. Dann raste ich aus! Also ich glaube, wie wird man gleich einen kurzen Cut sehen? Aber Leute, ich glaube, das wird echt cool mit euch. Weil da, vor allem, das macht jetzt schon echt Menge Spaß. Einfach mal okay, man sollte auch Pfeile mitnehmen, wenn man einen Bogen schon hat. Ja. Definitiv. Lieben. Tschüss. Das war's dann wohl mit dir. Ja, tschüss. Nimm mir diese Weltquitter. Aha. Bin ich schon wieder rausgeflogen? Ja. Das Schöne ist, wir kriegen, glaube ich, ja 5 gelbe Herzen, ne? Ja. 5 gelbe Herzen, nicht? Ja, ja. Für jeden eins und eins bleibt über. Ja, gut, das kannst du dann haben. Würde ich sagen. Können wir ja erstmal irgendwo an der Seite packen und. Ja, okay, gut. Und wenn wir dann wieder 3 dazu haben, dann teilen wir es einmal auf. Also, wer möchte jetzt alles das Drachenherz haben? Also, ich hätte auf jeden Fall auch Interesse dran. Ja, ich auch. Ja, den kann man den nicht nochmal beschwören oder so? Ja, das geht auch. Vorhin alle 10.000 Blöcke ist so ein Chaos Guardian. Okay, mit denen sollten wir uns natürlich erstmal nicht anlegen. Dankeschön. Brauchst du noch Pfeile? Ne, ich habe ja gerade einen Stack on Ulf gemacht. Oh, ich bin jetzt hier bei euch auch. Ah, sehr schön. Ich glaube, daraus mache ich noch ein paar Splash Potions, oder? Wieso? Trinkbar finde ich es besser. Ja, okay. So, du, halt, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ja. So, Schuhe, Hose, Helm und Bogen. Und dann nochmal 2 Stacks Pfeile. Ich bin gerade überlegen, ob ich so viel verschwenderisch sein soll und mir eine Tierrüstung machen. Würde ich nicht machen. Ja, es ist es halt, ich meine, es ist wirklich schon Verschwendung. Ja. Wo sind die? Also, wenn du willst, ist die ganz, Lager ganz hinten durch in der Mitte. Mhm. So, wie machen wir das jetzt? Siehst du, einen Knappsack habe ich noch. Na, komm, rein mit dir. Danke. So, wollten wir noch einen Stack Cobblestone mitnehmen. Was ist mit dem Botanierblumen hier? Wirst du auch Botanier machen? Hatte ich mal vor, ja, so ein bisschen. Wenigstens mal so Magnetismusring. Den wollte ich euch sowieso craften, deswegen fange ich jetzt demnächst schnell mit Botania an. Achso, ja, gut. Den hätte ich für euch dann mitgemacht. Ja, gerne. Ja, gerne, danke. noch irgendwas? Ja, Cobblestone wäre wirklich nicht schlecht. Overkill. Mein lieber Mann. Krasser Typ, ey. Ja, hier, echt jetzt. Stay him up. Deal 8 Hearts of Damage in a single hit. Aha. Ja, jo, das ist auch nicht so schwierig mit meinem Fluffy Unicorn. Hast du ihn wieder? Ja. Sag mal, also warte mal. Ich? Nee. Ah, Mann! Nee, ich sehe es leider nicht. Müsste es einen Spieler damit töten, glaube ich. Moment. Nein, nicht mich! Achso.
Fluffy Unicorn. Wow! Nicht schlecht, der Specht. Komm mal dein Schwert. 27 Attack Damage. Nicht verkehrt. Warte. Hier. Okay, woraus hast du das gemacht? In deren Toolrod, in dem Crossbar? Imperium. Okay, geht aber noch besser. Ja, jo, das ist alles mal so von Anfang. Ja, klar. Dass es noch besser geht, ist mir bewusst. Ich meine, so kannst du schon mal auch durch die Fresse hauen. Schlimmer geht nicht. Ich meine, ich gehe jetzt erstmal hier so zu Klaus hin, mach einmal Linksklick und dann wartet. Ja, vermutlich. Lass es. Danke. Ich meine, wir werden jetzt genug Tote dazu bekommen. Ich bin schon auf Platz 1. Ja, bestimmt. Ja, warte, ich hau gleich mal Sora hoch. Lieber mal den Lex Play. Ah, stimmt, der ist ja noch nicht so. Wo bist du gerade? Nee, also ich würde gerne meine Tode unten halten, weil. Ja, das habe ich auch versucht, dann sind wir in den Nether gegangen. Ja. Ich werde eh noch genug Tode kriegen. Ja, ne, sogar. So, wie sieht denn das jetzt mit dir aus? Mit mir? Ja, mit wem sonst? Alles nur auf dich. Ja. ich bin gleich da. Hast du noch Eier oder so? Nee, ich hab keine. Ach, Klaus, du hattest doch diesen Meteoriten gefunden. Was war eigentlich drinnen? Ich hab nicht aufgemacht. Verdammt. Wieso? Ich hab ihn noch nicht aufgemacht. Allerdings ein Schematik, was ist das für Galactic Quant? Du meinst der Inscriber Calculation Press, der Inscriber Silicon Press, Inscriber Logic Press und der Inscriber Engineering Press? Genau. Ja, das ist aber nicht Galaxy Craft, das ist AE. Ja. Also man merkt schon, du hast die Mods voll drauf, echt. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich hier fertig bin, also eine Woche, zwei Wochen, dann bin ich Profi. Ja. Also ich habe mal gerade in die reingeschaut. Genau das habe ich von dir erwartet, nichts drin. Aha. Oh. Ja, jetzt guck alles wartet nur auf den anderen Kollegen. Ja, zum Glück kann gerade keiner sehen, wie ich meine Ohrläppchen massiere und Wusa denke. Stimmt. Kann es sein, dass ich ab Folge 10 eventuell die Feske mit reinschneide? Mal sehen. Ja, musst du dann gucken, wie du das machst. Ja. Ach so. Hallo Kuh. Da muss ich gehen. Ja, ab Folge 10 denke ich. Ja, kommst du jetzt bald oder wird es heute noch nichts mehr? Ja, es ladet noch. Ja, komm, motivier mal den Hamster an deinem Rechner. Wir sind jetzt 7 Minuten schon dran und laufen dumm hier durch die Weltgeschichte. Könnt schon mal anfangen zu suchen. Ja, gut. Ja, gut, wenn du danach kommst irgendwie. So, also ich hab 10. Natürlich, ich hab 8. Na gut, ich schmeiß mal hoch. Wo seid denn ihr? Also da ist direkt hinter der Hecke, ja super. Heckenschützen. Die Heckenkinder. Oh. Ah, die Richtung. Ah ja, nicht schlecht. Schön. Komm. Ich würde gerade sagen, die viele kommen da wieder zurück. Ja, die können kaputt gehen. Schade. Ja, wir können durchs Haus gehen, dann können wir. Ja. Dann können wir über den Berg. Sehen die Zuschauer auch mal, was ich hier wieder geleistet habe. Ja, genau. Dann kann ich dir mal hier deine Bude zeigen. Ja. Und ich habe hier noch einen Gast. Keine Ahnung, warum der hier ist. Hallo. Ganz schön eingesperrt. Ja, das ist selber schuld. Ja. Ja, ich würde mal sagen, einmal oben rauf auf den Berg und dann wieder, oder? Ja. Doing, 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 doing. Ja, auch so rein. Ich verstehe auch nicht, warum du den Leiter nicht mitgenommen hast. Achso, ich habe ihn. Ich verstehe auch nicht, warum du den Leiter nicht benutzt. Ja, frage ich mich auch gerade. Ich folge euch einfach mal. Ja, der mit seinem hier Longsport. Ja, natürlich. Na, das ist Gold wert. Da kannst du mal eben über ein paar Blöcke springen. So. Hier nochmal. Ey, das Wasser. Warum ist da Wasser? Wasser. Wasser, Wasser. So, okay. Nochmal eine Enderperle, hä? Jo. Ja. Oh, es geht immer noch in die Richtung. Okay. Nein, schon wieder kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe schon kommen, einer muss gleich mal zurück. Habt
ihr noch mehr davon? Weil sonst würde ich eher sagen, aus kreativ später geben und dann vernichten. Also ich habe noch 8 und Notfall kann ja einer mit zurückreisen und so weiter. Ich schätze mal noch nicht, dass wir das in einer Folge schaffen werden. Besonders, weil wir schon so lange gebastelt haben. Ja. Wow. Hier geht's tief runter. Juhu! Ah, und da ist es auch wieder gestartet, endlich. Ja, sehr schön. Wir sind schon irgendwie 10.000 Blöcke weg. Also er hat jetzt angefangen zu laden, oder? Er hat gestartet. Achso, okay. Also ich brauch noch da auf Server einloggen klicken. Ja, mein Freund, du solltest ganz schnell ein bisschen mehr Arbeitsspeicher reinmachen. Ja. Okay, Klaus, ich bin jetzt mal quasi genau in die Richtung weitergeflogen. Ich hab von hier aus mal ein Ei. Ja. Wartet auf mich. Ja. Oh, immer noch. Wo ist er denn? Es da ist runtergedroppt. Es ist runtergefallen. Ah, oh, sehr gut. Klaus, du bist ein Versager. Was ihr denn? Ja, danke. 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 Ja, der kommt schon in unsere Richtung, ja. Ja, du musst Richtung Osten. Und dann gleich einfach in meine Richtung laufen. Richtung Osten? Richtung Osten. Boah, jetzt fängt der auch noch an hier. Okay, Logging in. Ja. Fahre Memphis? Beste Pferd. Hast du mich jetzt angemeckert? Rex Pferd, stirb. Und dann macht ihr so, also ich glaube, ich bin gerade auf meinem Handy ein bisschen beim Eingang, ne? Zora Timer ist joined the game. Vielleicht, Leute, ich muss sein Pferd töten. Hab mich angemeckert. Oh. Ach, mach doch sowas nicht. Ja, doch. Markus, komm, lade. Dann muss ich immer töten. Okay, wenn jemand meckert, musst du töten. Ja. Aha. Also du hast nicht viele Freunde, oder? Nein. Ja, merkt man. So, aber du wächst auch mal. Da lang? Überhaupt? Ja, ja. Werden? Ja, an den Fern vorbei, weiter an den Mukus. Okay. Ich habe in der Schule sehr viel aufgepasst. Ja. So, lass uns doch mal noch auf unseren Kollegen hier warten. Ja, da kommt er schon. So, wie weit bist du, Sora? Ich gehe jetzt los. Also ich müsste, glaube ich, gleich ein Bild bekommen. Oh Mann, ey. Da habe ich ein Bild. Das ist natürlich echt scheiße, ne, dass du nicht vernünftig spielen kannst, ne? Ja, irgendwie schon. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Voila. Ach, hier war ich schon. Weiter da vorne ist irgendwo Magical Wald, wo ich noch ein paar Kisten unterm Baum gefunden habe. Ah, cool. Ja, da kenne ich mich auch aus, ne, Klaus? Und dahinter ist dann das XXL-Biom, wo wir dann später Long Grass holen können. Ah, cool. Oh, mit weiter in die Richtung. Wo? Wir müssen jetzt weiter nach Süden. Weiter nach Süden? Das ist auch Süden, oder? Ja, das ist Süden. Ja, die Zahl ist einfach so klein bei mir. Süden ist da, wo Westen unten ist. Aha. Vor allem, das ist doch Süden. Ja, okay, die Zahl ist so klein. Ja. Super, hast du gut gemacht. So. Direkt hinter dir. So, wir warten noch auf einen. Ah, da kommt er ja schon angedackelt. Warte, komm, spreng! Spring, Junge! Okay. Hä? Darf ich das? Yes! Ach, hier ist auch so ein Sumpfbiom. Oder wer das wieder heißt. Oder was ist das hier? Hä? Fungi Forest. Ach, so ein Pilzwald. Fungi? Ja, Fungi ist ja. Ja, Pizza Fungi. Genau. Boah, hört auf, ey, ich hab Hunger. Ja, ich will auch überlegen. Du hast auch ein Bier. Trinkst du 5 Bier, hast eine Mahlzeit, hast aber noch nichts getrunken. Ja, wie war das Gänge-Menü beim Mann? Hotdog und 5 Bier? Ja, so ungefähr. Aber das sind 7 Gänge. Psst. 5 Hotdog Bier? Hotdog und Sixpack. Ja, ich bin halt nicht so reich. Ich brauche ein 6-Gänge-Menü. Achso, okay. Gehen wir überhaupt noch in die richtige Richtung? Müsste, sollte, dürfte, könnte. Ja, so um den Dreh. Oh. Also wenn wir jetzt dreimal im Kreis laufen und dann die Augen zumachen, dann gehen wir richtig. Alter, was sind das für Blumen? Die haben wir doch auch schon gesehen. Das ist das, was ich meinte, das XXL-Biom. Ah, okay. Ah, okay, cool. Und auf dem Longgrass kannst du alles aus Koro und so pflanzen. Dafür brauchst du dann kein Wasser oder keine, Oh, das ist ja mal cool. Ich werfe von hier nochmal ein Ei. Oh, jetzt ist es schon weiter rechts. Jetzt ist es eher Richtung Westen.
Ja. Also ich weiß aber nicht, was du hast, Klaus, ne? Also bisher kam jedes Ei bei mir runter. Ja, deswegen machst du das auch. Mhm. Der ist auch ein Unglücksbringer, der Klaus. Ja. Weißt du, woran das liegt? Das liegt an der Klaustrophie. Klaus. Oh nee, echt jetzt? Oh, so ja. Flach? Oh Gott. Aber der ist gut. Ja, aber wie kennen wir noch so schön, Klaus? Der war mal gut. Klaus ist auch schon verdammt an Kevin dran, ne? Mhm. Alpha Kevin? Nee, man hat herausgefunden, oh. Ich bin nur ein Beta Kevin, es gibt noch schlimmere wie mich. So, wenn sich die FPS beruhige. Ich werf nochmal ein Ei? Ja. Okay, ich bin schon daran vorbeigeflogen. Oh. Wo bist denn du überhaupt? Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich bin rechts von dir. Ah ja, ich sehe dich auf der Minimap. Ah, da. Ja. Also das muss hier irgendwo sein. Oh, das erste Ei ist kaputt. Oh. Wie viel hast du noch? 7. Das müsste aber... Ja, 3 können wir noch verballern. Lups. Ja, aber es sind ja immer auch schon welche eingesetzt. Ja, gut, aber... Wenn du Pech hast, dann nicht, ne? Okay. Hui. Bin gedroppt. Jo. Ja, sie wünschen, wir spielen. Also ich hätte gerade noch eine Tetris, ne? Aha. Du. Pass auf, du kriegst gleich noch einen Claim. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wo das Portal ist. Das wird ja wohl hier irgendwo sein. Oh, hier sind wir. Okay, hier ist es. Es geht hier runter. Wo runter? Also, da wo das Ei unten liegt. Ich bin ein... Ah doch, ich hab was. Ich würde sagen, dann einfach mal hier in die Höhle rein. Was ich Creeper? Oh ja. Ja, ja, one hit hier. Pff, kein Problem. Ja, dann gehen wir mal in die Höhle runter. Ja. Wer hat jetzt der Picke mitgenommen? Ich hab eine. Gut, ich hab meine nicht mitgenommen. Ja, das war... Das war sehr schlau. Ja, das war sehr aber schlau. Aber ich hab keine Schaufel mit. Ja, wir haben unsere Hände. Ja. Ja, die müssen wir jetzt auch verwenden. Wir müssen uns irgendwie runtergraben. Ja, okay, gut, dann gehen wir nochmal vorne da, wo das Ei runtergekommen ist. Nochmal hin und dann... Wisst ihr, wie wir am besten machen können? Also, so mache ich das immer. Ich kann immer so 5 Blöcke runter. Dann 2 Blöcke daneben frei, geh dann in diese Lücke rein und dann wieder 5 Blöcke runter, spring runter, weißt du, so kann nämlich nichts passieren. Ja. Warte, hier geht's noch runter. Und? Wieso ist das hier so hell? Warum liegt da Stroh? Warum hast du eine Maske an? Dann blas mir da ein. Ja, komm, lass doch einfach wieder zurückgehen und dann da vielleicht runtergraben. Ja. Kann ja nicht schief gehen, wie wir alle von Minecraft gelernt haben. Nee. Einfach straight runtergraben, also, ja, das ist kein Problem. Richtig, das absolut ist kein Problem. Sollte man so machen, habe ich gehört. Ja. Okay, also hier ist das Ei gelandet, ne? Ja. Alles klar. Ich grab mal mit einem Pfeil. Ich pack deinen Hammer aus. Oh ja, pack mal den Hammer aus, genau. Also Sora, du musst nur zu ca. 2000 Blöcke laufen, dann findest du eine Höhle mit einem Loch. Ja. Kann einer fackeln? Danke. Ich glaube, ich muss mal meinen PC neu starten. Eieieiei. Ja, das ist echt ärgerlich. Und jetzt landen wir alle drin in Lava. Juhu! Ja, ist klar. Komm, bis du da unten bist. Bleib ich mal vorher. Nein. Ich würde es dir so gönnen, wenn du jetzt in Lava fällst. Aha. Einfach weil du nicht warten kannst. Ja. Wow! Hi! Hi! Hallo! Gott, hab ich mich eben erschrocken! Wenn du da stehst, dann kann ich nicht. So. Also ich bin schon bei 29 angekommen, ne? Warte mal. Ging da runter. Immer noch runter? Nee, es ging da ins Eck. Ja, genau da. Ah, guck mal hier! Ah! Ja, ah! Oh! Ja, Vollgas hinter sich! Sowas, ne? Oh Mann, ja, aber wir haben jetzt wenigstens schon mal was gefunden. Richtig, wir sind auf jeden Fall ein Stück weitergekommen. Ich sag da mal,
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt da frisch, haut da rein. Jo, tschüss. Tschüss. Bis dann.